Funktioniert das? Schön, sehr schön. Ach, warte mal, jetzt komme ich wieder nicht in mein Aufladeprogramm. So. Jetzt geht's. So. Bist du schon im Game? Nee. Aber ich höre schon das Wasser. So, ich bin da. Kipi. Hallo. Oh, wir können wieder sammeln. Was ist denn das eigentlich mit den, sind das Münzen eigentlich hier hinten? Ja. Frag mich aber nicht, wofür du die gebrauchen kannst. So, das kann ich gar nicht mehr aufnehmen. So. Ach nein, ich kann nichts tragen und dann gerade den Alkohol, ey. Mein Gott. Also bei mir ist es jetzt auch so. Da liegt eine Bibel. Da hauen wir gleich mal drauf. Ach, ist das ein So. schönes Wetter. Herrlich. Ja, stimmt. Wenn da so die Sonne Oh, durch die ich. Baumkronen durchleuchtet. Definitiv Hunger. Das heißt, wir müssen heute mal unsere Hütte fertig bauen oder zumindest mal schauen, wie weit wir kommen. Und ich merke gerade, ich sollte eigentlich was essen. Ja, ich habe auch Essen und Durst und ja, Hütte fertig bauen auf jeden Fall, weil dann können wir nämlich da drüben schlafen und müssen nicht andauernd immer wieder rüber, ne? Und ich werde auf alle Fälle schauen, dass ich vielleicht noch so eine Schildkröte platt machen kann, damit wir mehr Regenwasser sammeln können. So. Vielleicht ist ja gerade zufällig eine am Strand. Da ist sogar schon eine. Nein, das wollte ich gar nicht. So, ich muss eben kurz was essen. Und was trinken. So. Und weiter geht's. Deinen Schlitten lasse ich mal hier, ne? Ja, also, was, ich kann das Schild nicht nehmen, oder doch? Da ist das Lager für das Holz. Gut, dann gehe ich schon mal ein bisschen hacken. Obwohl, ich könnte den Schlitten rein theoretisch mitnehmen und schon mal da hinten in den Wald schieben. Ja, das wäre eigentlich keine blöde Idee, weil wir dann sozusagen ja dann eh im Wald müssen. Also Wasser war keins drin oder hast du schon was rausgetrunken? Nee, Wasser war keins drinne. So, ich lasse den mal hier stehen. Hat man eigentlich sonst eine andere Möglichkeit, um zu was zu trinken zu kommen? Ich glaube nicht. Nur Wasser sammeln oder halt an so einen Bach gehen und dann. Weil, wie gesagt, mit dem Topf, ich weiß nicht, ob man den benutzen kann, um jetzt irgendwie was aus dem Meer zu fischen und das dann abzukochen. Ja, dann muss ich derweil was von der Limo nehmen, die ich noch habe. Ach hier, scheiße, jetzt kann ich die Stöcker nicht nehmen. Na ja, gut. So, also einen Schlitten hast du schon. Genau, der steht hier bei mir. Da, wo diese lilane Fahne ist. Dann können Dann wir gehe ich dann mal. nämlich so 10 Baumstämme draufpacken und müssen nicht jedes Mal immer so was 2 Stück losrennen. Ja, das macht natürlich sehr viel Sinn. Was ich noch gestern vergessen habe zu sagen, du musst auch darauf achten, einige von diesen Mutanten können auf Bäume klettern. Alles klar. Also es kann sein, dass dich einer dann von oben anspringt oder dass du den irgendwie fällst, während du den Baum abhackst. Gibt es eigentlich auch andere Waffen, die man dann selber basteln kann, so wie Pfeil und Bogen? Also Pfeil und Bogen kannst du basteln. Das kannst du zum Beispiel, wenn du so einen Stock hast und das Seil, was du vom Boot gesammelt hast. Was eigentlich total unlogisch ist, weil man das eigentlich mit einer Sehne macht, aber naja. Auf jeden Fall, ja, dann basteln so an sich Fallen halt. Pfeile kannst du selber machen. Ich habe jetzt gerade ein Problem mit dem Schlitten. Ich kann nämlich dann nur Stöckchen reinlegen. Okay, Moment, ich komme sofort.
So, ich nehme mal eben zwei mit. Ah, jetzt geht's. Hast Man du? kann da mehr Sachen drauflegen, so. Wo bist du denn? Ach, da ist er. Ja, und ansonsten kannst du halt viele sammeln, ne? Also wie gesagt, mit dieser Katana. Ich glaube, eine Kettensäge soll hier wohl auch irgendwo liegen. Aber die sind meistens halt alles in diesen Höhlen versteckt und da musst du natürlich an diesen Viechern vorbei. Ja, weil ich sage, Molotow-Cocktail. Früher oder später wäre sicher kein Fehler, wenn wir dann sozusagen auch, ich sag mal, schauen, dass mal Richtung stärkere Waffen oder sowas bekommen. Ich weiß gar nicht, kann ich noch einen drauflegen? Ich fälle in der Zwischenzeit schon mal. Ja, da geht noch was, da geht noch was. Wie heißt es so schön? Einer geht noch gleich. Ja. Ah, ist okay, mehr geht nicht. Gut, dann bringe ich die mal schon mal. Moment. So, ich nehme mal den Schlitten und bringe den mal weg. Schon mal. Ich glaube, wir sollten gleich mal zwei machen oder so. Ich glaube, es wäre besser. Ich hasse es, dieses Ding zu steuern, ey. Das ist so kompliziert. Warte mal, dann leg mich hier ab. So, schaue ich mal in den Survival-Buch. Fallen und Verteidigung. Also sind eigentlich Waffen wahrscheinlich in der Verteidigung drinnen, oder? Waffen kannst du so, ich glaube nur den Pfeil und den Bogen, aber ich glaube, das kannst du in dem Buch nicht sehen. Ich muss mal für Essen, Waffen, Lagerung, freies Bauen. Also Verteidigung, okay, gibt es noch nicht. Aber wie kommt man dann zum Pfeil und Bogen? Das machst du über dieses Inventar auf der Decke. Ah, alles klar. Dann legst du da wohl so einen Stock hin und drückst kombinieren. Ich guck mal gerade, ob das geht. Dann nimmst du das Seil, drückst kombinieren. Ja, und dann Schneeschuhe könnte ich da jetzt mitmachen. Handgemachter Bogen. Wenn du einen Stock, das Seil und ein Stück Stoff auf diese Decke legst, dann kannst du dir einen handgemachten Bogen machen. Und Stoff. Okay, ah doch, da habe ich einen Stoff. Genau, und dann drückst du auf das Zahnrädchen und dann zack, ich habe auf jeden Fall meinen Bogen. Cool. Also Bogen habe ich jetzt auch. Ja, und Pfeile kannst du machen durch, also Stöcke halt, also Stöcker. Ja, das ist logisch. Und wenn du Vögel tötest, dann die Federn einsammeln. Okay, Outfit. Oh, ich könnte mal, also ich habe jetzt gerade gesehen, auf der Decke rechts sieht man die ganzen Outfits. Also ich könnte mir wieder das Outfit von der Stewardess anlegen. Ja, das habe ich letztens schon herausgefunden, weil wie du, ich glaube, ich müsste das Stewardessen-Outfit auch schon aushaben. Ich zumindest. Glaube ich. So, Steine kannst du da jetzt auch drauflegen. Ah, du kannst jetzt mehrere Sachen auf diesen Schlitten legen. Das ist interessant. Weil am Anfang konnte man da wirklich nur diese Baumstämme drauflegen. Ich werde auf alle Fälle aber mal Richtung noch so ein Teil hier bauen zum Regenwasser sammeln. Ach, wenn ich immer noch wüsste, wo das drinne war. Ach, da findest du dich schon irgendwann zurecht. Essen und Wasser möglich. Ah ja, genau. Okay, ich werde beobachtet. Definitiv werde ich beobachtet. Ich habe gerade was gehört, was lachen. Was lachen? Ja, ich habe gerade ein Lachen gehört. Also ich hoffe mal im Game. Denn sonst wäre das ein bisschen creepy. Ja, hör auf, ich hoffe das auch gerade. ich denke, wenn wir die Hütte fertig haben, was hältst du davon, wenn wir uns dann hier so eine Art Mauer langziehen? Ja, aber Mauer wäre vielleicht sogar besser. Gibt es die in Stein auch? Ja, die gibt es auch in Stein. Dann nimmst du hier diese großen Steine und dann könnten wir da hinten eine Mauer machen und da eine Mauer machen und dann alles davor mit Fallen zukleistern.
Also das würde definitiv Sinn machen, weil ich glaube, eine Holzmauer hätten die ja gleich überwunden, oder? Oder ist halt relativ. Steinmauer können sie auch überwinden. Aber das dauert halt. Es kommt immer auf die Stärke dieser Viecher an. Aber du kannst dir später auch einen Reparaturhammer basteln. Frag mich jetzt aber nicht durch was. Und ja, dann kannst du natürlich die Mauer komplett reparieren, ohne sie natürlich erst abzureißen und dann eine neue zu ziehen. Ich habe gerade gemerkt, wenn man die großen Steine aufhebt, dann ist eigentlich fast unter jedem Stein eine Spinne drunter. Hör auf. Ich habe eine totale Spinnenphobie. Ja, ich sag, ich mag die Viecher sonst auch nicht so gern. Das heißt, ich schau mal, dass ich den zweiten Schlitten baue und du fällst Normalbäume. Ja, ich bin schon dabei. Ich habe dir gerade auch ein paar Stöcke dazu gehauen. Danke. Ja. Ich sag doch, wir werden beobachtet. Hier ist gerade einer flitzen gegangen. Eieieiei. Ja, wenn wir wissen würden, dass die nett sind, dann könnten die ja mal zum Grillen vorbeikommen, aber Die ja. würden uns grillen, das sind Kannibalen. Oh. Huch. Oh, es gibt Wasser. Aber wie kann ich jetzt Federn? Also ich habe jetzt gerade einen Vogel getötet, aber wie kann ich jetzt Federn aufnehmen? Die Federn liegen und die müssten dann so durch die Gegend fliegen. Und du müsstest dann gucken, dass du die aus der Luft rausfängst. Okay, dann war das ein Vogel ohne Federn. Schlitten kannst du schon wieder mitnehmen. Ist schon wieder voll. Ich fäll auf jeden Fall weiter. Warte, wo? Da steht der Schlitten. Okay. Ja, stimmt. Steuerung ist echt doof. Und so geht's besser. Das zwei Bäume? Tatsache. So. Zwei Stöckchen würden dann auch noch fehlen für den zweiten Schlitten. Okay. Da wählen noch so viele Bäume, Alter. Nein, nicht in dieser Richtung. Aber wenigstens, wenn es jetzt regnet, dann füllen sich vielleicht die zwei Schalen dann voll. Aber wir haben ein Holzlager auch noch. Ja, das habe ich erstmal vorhin voll gemacht. Also ich nehm jetzt mal alles raus, Ja, mach ruhig. dass wir da möglichst schnell fertig sind. Ich mache hier in der Zeit fertig, ein bisschen noch. Im Grunde gesehen kannst du natürlich von Stein, Stöcker, Holz oder so, kannst du eigentlich nie genug haben. Ja, das sehe ich gerade. Vor allem, wenn man dann noch so Spielereien hat, wie so ein Kronleuchter machen aus Totenschädeln und so. Oh, ich muss ein Päuschen machen, ey. Bin fix und fertig hier, der junge Mann. So. Ah. Aber wenn wir beobachtet werden, dann musst du eh aufpassen, dass die dann nicht auf einmal angreifen, so. Ja. Ich habe sowieso schon die ganze Zeit das Gefühl, dass wir hier, dass mich gleich einer von hinten anspringt. So, Schlitten. Nee, ich bin so doof. Was ist C? Ist die Taste? So. Ach, du machst ja mit Tastatur und Maus, ne? Ja, genau. Ich hab voll Paranoia, wenn ich hier tiefer in den Wald reingehe, ey. Ja, weil man eigentlich im Prinzip bei ungefähr schon weiß, was passieren kann. So, ich mache jetzt den zweiten Schlitten fertig.
So. War ja nicht noch irgendein Baum? Stamm? Jep, da war noch einer. Was ist denn das? Ist das eine Wurzel von einem Baum? Ja. Achso, das große Ding könnte auch ein Toter sein. Ich weiß jetzt nicht. Tuck, 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 tuck. Zack, 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 zack. Mal gucken. Hier. Jetzt habe ich. Da noch? Jetzt habe ich keine Ausdauer mehr. Jetzt muss ich ein bisschen warten. Da noch. Da noch. So, Schlitten sind fertig. Ich nehme schon mal einen mit. Hast du beide voll gemacht? Beide sind voll, ja. War richtig am Hacken hier, du. Ja, da geht ganz, ganz nett was weiter. Ja, und in echt kann ich noch nicht mal eine Axt heben. Ja, also ich habe früher meistens zu Hause halt immer, weil wir haben früher mit Holz geheizt, da musste ich halt meistens dann so halt Brennholz hacken. Respekt, ich sag ja, ich kann... Hochala. Wäre das da nicht einfacher gewesen, Holz schon fertig zu kaufen? Also man kann doch diese Holzscheite doch schon fertig kaufen, oder? Ja, prinzipiell schon, nur, also wir haben zu Hause einen Wald dabei beim Haus und da kannst du dann quasi, wenn der Förster dann das Holz dementsprechend anzeichnet, müssen wir es dann eh selber umschneiden und verarbeiten. Ach so. So, Schlitten ist wieder da. Ich muss mal schauen, ob schon Wasser in der Schale drinnen ist, denn ich habe sehr viel Durst. Ich den zweiten Schlitten direkt auch wieder mit. Wir können auch mal gucken, dass wir irgendwo in den Wald auch vielleicht mal so Fallen für Kaninchen aufstellen. Mhm. Oder allgemein mal irgendwie was jagen gehen. Ja, sozusagen so eine Expedition mehr oder weniger oder Erkundungstour. Hm. So. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Upsala. Kann das sein, dass die Ausdauer, wenn man so halb voll Magen hat, dann extrem nachlässt? Ja. Desto weniger, also desto niedriger der Magen, also ne, der Füllstand des Magens ist, desto weniger Ausdauer hast du auch. So, das, wie viele brauchen wir noch? Oh, das ist doch nicht wahr. Ernsthaft jetzt? Das wird doch nie fertig. Wie viel haben wir denn jetzt? 49 von 89. Ich bringe jetzt gerade mal den Schlitten wieder zurück. Und ich denke mal, noch ein bisschen Holz hacken und dann wird schon wieder dunkel, ne? Ja, also, so wie es aussieht, schon. Da liegt noch ein Stämmchen. Ah, scheiße, ey. Habe ich nicht noch irgendwo... Ich gehe mal kurz gucken, dass ich meine Schildkröte aufs Feuer packe oder so. Ich denke mal, wir haben ja beide Hunger, oder? Also wenn du dann Feuer gemacht hast, kannst du mir Bescheid geben, weil dann komme ich dann auch zum Essen vorbei. Wenn jetzt mal eine Schildkröte hier wäre. Hier ist nur ein Seestern. Scheiße. Warte mal, ich könnte ja... Ja, aber sonst wirklich gar nichts, ne? Die haben jetzt echt so... Oh je, je, je. Ich hätte sonst noch ein... Fleisch. Und was ist, wenn der Fleisch verdorben ist?
Ich weiß nicht, ob du das dann noch essen kannst. Ich habe keine Ahnung. Also ich vermute mal nicht, weil ich glaube auch, selbst wenn du es auf den Grill drauflegst, also ich glaube, ich werfe das besser weg. Oh, shit, das wird nix. Oh, jetzt wird es eh relativ schnell dunkel. Also ich hätte sonst noch Fleisch für uns genug, für uns zwei. Also du hast auf jeden Fall noch Fleisch zum Essen. Dann würde ich jetzt nämlich direkt anmachen, dass wir noch eben... Ich lasse jetzt mal den Schlitten oben stehen. Oder warte, nie. Kannst du ruhig, die klauen das nicht. So, Feuer ist auf jeden Fall schon mal an. Dass wir noch eben schnell was essen, bevor wir wieder zurückschwimmen. So, wie lege ich das jetzt noch mal drauf? Muss ich das auswählen oder? Ich glaube, auswählen oder RB. Ich glaube, das müsste da auch angezeigt werden, wenn du da, wenn du eh Fleisch hast. Ja, genau. Jetzt hast du das auf jeden Fall in der Hand. Super. So, das war jetzt mal ein Stückchen. Das zweite kommt auch noch. Kleines Fleisch. Klick mal ein großes und ein kleines drauf. Wir hier beide stehen und auf das Feuer gucken. Los, wird fertig. So, eins ist schon So. fertig. Das kannst ruhig du essen. Oh, danke schön. Ladies first, ne? Was ein Gentleman. So, ich bin satt. So. Wie sieht's? Hast du eigentlich hier schon rein? Ach, da ist noch ne. Doch, ist schon ein bisschen was drin. Hier ist ein bisschen was. Nee, da kannst du noch nicht schlafen. Ach, verdammt schon wieder. Ah. Oh, war das knapp. Verdammt, ich bin zu doof, Federn einzufangen. Wir sollten rüberschwimmen. Ich glaube, da hinten Kriegen wir bis. kommt jemand. Oh, boah, ich kann das Boot kaum noch sehen. Kalt und Okay, dann. nass. Toll. Kalt und nass. Brauchst ein Feuer, um dich zu wärmen. Kein Wunder, dass mir kalt und nass ist, wenn ich gerade bei dem Wetter schwimmen gehe. Ja, aber der Sternenhimmel ist auch ziemlich eigentlich gut gemacht so. Oh, ich glaube, ich erfriere gleich. Oh. Also ich glaube, wir müssen dann eh bald mal, wenn das Haus fertig ist, dann mal jagen gehen. Denn das Fleisch wird eh bald mal zur Neige gehen. Kann man hier irgendwie, ja, definitiv jagen gehen? Kann man. Und ich kann das sein, dass man hier auch tauchen gehen kann? Ja, kannst du. Es soll. Ich glaube, das musst du sogar, wenn du. Weil es gibt ja so die Druckluftflaschen zum Auswählen, also. Jetzt sag nicht, wir können hier kein Feuer machen. Nein. Obwohl ja, es könnte leicht sein, dass du halt dann sonst das Boot abfackeln würdest. Was wäre, wenn wir jetzt einfach speichern und schlafen gehen, oder? Ich weiß nicht, ob wir dann sterben. Ach, warte, ich sammle gerade noch eben Seile ein. So. Ja, ich würde sagen, wir, weil mein Rand ist total zugefroren, aber wir können es versuchen. Oder wir riskieren es und schwimmen noch mal retour. Nee, ich glaube, dann bin ich tot. Definitiv. Na egal, ich speichere jetzt erstmal und dann gehe ich erstmal schlafen. Mal gucken, vielleicht bringt es dir was. Hoffen wir. Okay, was war das jetzt für eine Aktion? Ich wollte eigentlich speichern, aber so. Ich glaube, jetzt geht's. So, also ich gehe mal schlafen. Jo, mach das. Und jetzt bin ich wahrscheinlich tot. Oh nein, ich lebe noch, aber oh, ich habe Hunger bis zum geht nicht mehr. Also Hunger habe ich jetzt auch wieder. Oh, und Dann Durst. lass uns schnell zurückschwimmen. Hast du denn noch Fleisch oder? Ja, ich glaube, warte mal.
Kann ich da unter Wasser? Nee, unter Wasser kann ich nicht gucken, aber ich glaube, ein kleines Stückchen habe ich noch. Ja, ansonsten müssten wir mal gucken, dass wir vielleicht jetzt erstmal jagen gehen. Also, erstmal aufwärmen, oder? Ja, erstmal aufwärmen und dann vielleicht erstmal jagen gehen. Schildkröte. Wo hast du? Ah, die ist unter Wasser, ja, oder? Ja, oh bitte, komm an Land, ey, bitte, ich hab Hunger. Ich schau mal. Hast du eigentlich schon mal irgendwie, also in echt jetzt sowas gegessen? Schildkröte oder so? Einmal Krokodil. Ui, ganz exklusiv. Das war... Oh Gott, gleich zwei Stück, wie geil. Nein, bleib hier. So, also eine Schildkröte habe ich jetzt auch. Jetzt stirb doch. Na verdammt, jetzt war ich beim Vögelchen nicht schnell genug. Oh, ich hab sie. Glaube ich zumindest. Also, eine Schildkröte habe ich jetzt auch schon. Ich guck mal jetzt auf die andere Seite vom Strand noch. Oh, warte mal, da liegt noch ein bisschen Zeug rum, Koffer und so. Oh, fuck, ich werde verhungern, ey. Wie geht's bei dir sonst so? Weil sonst kann ich gleich was drauflegen. Ich hab hier eine Schildkröte. Oh Gott, die muss ich jetzt... Die anderen beiden sind nämlich ganz schnell ins Wasser geflüchtet. So, ich hab sie. So, das schmeiße ich direkt drauf. Oh, da sind sogar gleich noch zwei Schildkröten. Aber ich habe jetzt, glaube ich, kein... Doch. Tut mir leid, Schildi. Aber es ist das Beste für uns beide. Soll ich für dich auch was drauflegen, oder? Kannst du? Gut. So. Ja, wenn... jetzt ist sie tot. Soll ich die anderen zwei Schildkröten jetzt auch noch gleich? Mach alles, was du an Essen findest, sofort einkassieren. Okay, jetzt glaube ich, habe ich keine Ausdauer mehr. Oh, da hinten, da wäre sogar noch eine. Aber ich glaube dann... So, Essen ist fertig. Man kann... Achso. Gebe ich die dritte jetzt auch noch aus? Das ist die Frage. Man kann sich übrigens später auch so Schränke bauen und dann kannst du da alles, was du im Inventar hast, kannst du dann ordentlich da rein sortieren und so. Okay, ich glaube, ich lasse die und gehe zurück zu dir zum Essen. Ja. Ich muss jetzt leider die Panzer alle liegen lassen. Ja, ist nicht schlimm. Ich hoffe, das Essen ist gleich noch gut, bis du hier bist. Aber ich hab jetzt richtig viel, also doch ein bisschen was an Fleisch dabei. Ich guck. Fleisch. Guck mal eben. Trockengestell, komm, das bauen wir auch mal direkt auf. Warte, ich komm schon. So. Warte, ich leg jetzt auch noch was drauf, was Kleines. So, ich hab jetzt hier so ein Trocken. Hast du noch Hunger? Nee, ich hab gar nicht mehr. Ich bin satt. Ich habe jetzt hier so ein Trockengestell aufgebaut, da können wir dann das Fleisch dran aufhängen. Aber ich hätte Durst und habe kein Wasser. Pass auf, mach mal so, geh mal in dein Inventar und dann geh mal auf den alten Topf und drück mal LT für Ausrüsten. Hast du? Mhm. So, und dann versuch mal ins Meer zu gehen und guck mal, ob du dann Wasser kriegst damit. Oh, der verliert den Topf. Warte mal. Nee, du hast ihn noch in der Hand. Jetzt nicht mehr. Doch, jetzt hast du ihn wieder. Aber es sieht so aus, als ob nichts drin ist. Nee, steht da denn irgendeine Interaktion, die du machen kannst? Nee, warte mal, ich gehe ein bisschen raus. Nope. Das ist ja blöd. Ich stelle mal trotzdem, vielleicht ist es ja einfach nur ein Fehler. Ich stelle mal auf den Topf drauf. Warte, jetzt esse ich zuerst. So.